Sie haben es bestimmt schon bemerkt, wir senden heute erstmals aus unserem neuen Studio. Und neues Design heißt auch neue Technik. Und ich finde das immer wieder ganz erstaunlich. Wenn ich zum Beispiel hier zwei Schritte nach rechts gehe, bin ich weg. Und zwei Schritte zurück nach links, ich bin wieder da. Das Ganze funktioniert mit einer Greenscreen-Technik. Und könnt ihr das nochmal kurz zeigen, das mal rausmachen, dass man das mal sehen kann? Genau, so sieht das dann aus und ein paar Regler wieder zurück und es ist alles wieder normal. Und wir haben für Sie jetzt ein paar Eindrücke vom Umbau vorbereitet, damit Sie sehen, wie das alles vonstatten ging. Bitte schön. Ja, das neue 511 Studio hat ein sehr helles, neues, frisches, modernes Design. Zudem haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem Studio jetzt viele Elemente in das Studio zu integrieren. Das wären beispielsweise irgendwelche Grafiken, Animationen, Bilder, die eben halt die Themen, die wir halt in unserer Sendung bearbeiten, ja nochmal schöner zu visualisieren, besser zu präsentieren. H1 ist ja nicht nur Bürgersender, sondern auch Ausbildungssender. Und ja, als weiteren Ausbildungsaspekt kommt jetzt ja dieser Greenbox, dieses Greenbox-Studio dazu. Und das ermöglicht eben halt den Azubis, sich in diesen Bereichen Kompetenzen anzueignen, die halt fürs spätere Berufsleben wichtig sind. Ja. Ich denke, es bringt uns einen riesen Vorteil in der Variabilität, also weil man ja in dem Studio diverse Hintergründe inszenieren kann und insofern für ein kleines Setting eigentlich extrem variabel wird. Na, ich glaube schon, dass der Zuschauer das wahrnimmt. Also wir hatten ja das vorher, das 0511 Studio war ja ein reales, ich sag mal so ein bisschen mattes Studio vielleicht, und ich glaube, das Neue wird brillanter aussehen, wird moderner aussehen, und damit hinken wir nicht anderen Sendern hinterher. Wenn ich hier sehe, wie emsig hier alle gearbeitet haben, wie Hand in Hand das Ganze ging. Man muss sich überlegen, hier ist ein ganzes Studio rausgebaut worden, hier ist ein neues Studio reingebaut worden, auch wenn das nicht nach Bau aussieht. Hier hängt jetzt einfach nur eine grüne Wand, aber da ist die Decke neu vernietet worden, da sind Nieten in die Wände gesetzt worden, um dieses Tuch zu spannen, dass es faltenfrei hier hängt und damit es dann eben auch ein digitales Studio sein kann. Sieht nach wenig aus, ist aber viel Aufwand, der hier passiert ist. Und alle haben toll mit angepackt, alle haben toll gearbeitet und deswegen wird das einfach klappen.